Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nordrhein-Westfalen gehört zu den 20 größten Wirtschafts- und Industriestandorten weltweit. Warum sage ich das? Nordrhein-Westfalen ist ein Industrieland, und Nordrhein-Westfalen wird ein Industrieland bleiben. Und der Ihnen vorliegende Entwurf zum LEP der Landesregierung unterstützt diesen Anspruch ausdrücklich. Da hilft es auch wenig, eine vermeintlich ökologische Schwerlastigkeit des Entwurfs hervorzuheben, zulasten der wirtschaftlichen Entwicklung von Unternehmen, der arbeitenden Bevölkerung oder der kommunalen Familie. Und wenn der FDP-Fraktionsvorsitzende in diesem Zusammenhang davon spricht, SPD und Grüne wollten Nordrhein-Westfalen zu einem Freilichtmuseum machen, dann ist ihm zwar die mediale Aufmerksamkeit sicher, aber eine solche Aussage ist und bleibt dennoch völliger Blödsinn. Ein LEP-Entwurf, der jedem Grundzentrum nachlesbar Entwicklungspotenziale einräumt, erdrosselt weder die Wirtschaft noch schränkt er die kommunale Planungshoheit oder die ländlichen Räume in unzumutbarer Weise ein. Richtig ist vielmehr, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass die Landesregierung der räumlichen Entwicklung in Nordrhein-Westfalen durch den LEP einen nachhaltigen Rahmen gibt. Nordrhein-Westfalen verfügt, wie übrigens nahezu alle Regionen in Deutschland und in Europa, nur über begrenzte Ressourcen in Bezug auf verfügbaren Boden und verwertbare Bodenschätze. Und weil das so ist, gehört es zu den herausragenden Verpflichtungen einer jeden Landesregierung, der Nutzung der vorhandenen Ressourcen sparsam und effektiv im Ausgleich privater und öffentlicher Interessen einen nachhaltigen und verlässlichen Rahmen zu geben. Und glauben Sie mir, liebe Kolleginnen und Kollegen, das sehen mittlerweile die meisten Wirtschaftsvertreter so, und die anderen werden es so sehen, wenn eine optimale Versorgung zunehmend schwieriger werden sollte, auch wenn die offiziellen Stellungnahmen dann doch eher einer Worst-Case-Betrachtung folgen. Wir können und dürfen im Hinblick auf die Lebensqualität zukünftiger Generationen ebenso wie mit Blick auf die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Nordrhein-Westfalen doch nicht einfach nach dem Motto „Wir machen mal weiter so“ verfahren. Die FDP-Ideologie des heutigen Antrags zusammengefasst liest sich so: Alles, was wirtschaftlich und planerisch möglich und gewünscht ist, muss auch erlaubt sein. Das ist zwar legitim aus dem Blickwinkel von Teilen der Wirtschaft und deren Interessensverbänden. Für eine Partei, die vorgibt, politischen Gestaltungswillen zu haben, ist eine solch einseitige Ausrichtung fast schon eine Bankrotterklärung. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Ellerbrock zulassen? Aber natürlich. Dann bitte. Herr Kollege, könnten Sie sich von einer statischen Betrachtungsweise trennen hinsichtlich der Flächenproblematik und einer dynamischen Betrachtungsweise nähern, dergestalt, dass man ein rollierendes System einführt? Dort, wo ich meinetwegen heute Brachflächen habe, die nicht genutzt werden können, aus den unterschiedlichsten Gründen, die wieder Freiraumfunktionen zuzuführen und stattdessen andernorts dann heute mit Freiraum versehene Flächen dann in Gewerbe- oder Wohnsiedlungsbereiche umzuwandeln. Wenn wir da eine gewisse zusätzliche über die derzeitigen Möglichkeiten gegebenen Möglichkeiten hinausgehendes Denken einführen würden, könnten Sie sich dem nähern? Ich finde das einen ausgesprochenen spannenden Ansatz, und ich nehme Sie gerne irgendwie beim Wort. Ich würde gerne irgendwie Diskussion auf der Fachausschussebene oder auch im privaten Infidialog irgendwie sehr gerne mit Ihnen diskutieren. Also ich finde, der Landesentwicklungsplanentwurf gibt eine vielfältige von Diskussions- und Betrachtungsmöglichkeiten, wo man durchaus, finde ich, irgendwie auch mit Blick auf die zukünftige Gestaltung des Landes, glaube ich, auch zu einer einvernehmlichen Sprachregelung und strategischen Ausrichtung kommen kann. Worum geht es also bei der Landesentwicklungsplanung? Es geht um nicht mehr und nicht weniger als um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen wirtschaftlichen Interessen und dem Schutz natürlicher Ressourcen. Und dabei ist es doch eigentlich nur logisch, dass Eingriffe in etwas Vorhandenes, was aber nur begrenzt verfügbar ist,
einen verständlichen und verbindlichen Rahmen für alle Beteiligten benötigt. Das erwartet Wirtschaft, das erwarten die Kommunen, das erwarten auch die Menschen im Lande von uns. Aber wenn Sie sagen, Herr Ellerbrock, bei Ihrem Pressegespräch, der Flächenverbrauch regle sich von selbst, dann glaube ich, dass Sie die reale kommunale Flächenpolitik in den vergangenen Jahrzehnten ziemlich verschlafen haben. In vielen Regionen des Landes haben wir immer noch einen ruinösen Wettbewerb innerhalb der kommunalen Familie. Ich nenne hier beispielhaft das Abwerben von jungen Familien, von Unternehmen, auch aus unmittelbarer Nachbarschaft und dem Bereich der Abfallwirtschaft als Ganzes. Auch das gehört dazu weit dazu, wenn wir über eine flächensparende Siedlungsentwicklung streiten. Und Herr Ellerbrock, wenn Sie ausführen, dass auch der ländliche Raum Entwicklungschancen braucht, dann bin ich ganz bei Ihnen. Aber dann lassen Sie uns doch darüber sprechen, ob nicht die Festlegungen im LEP-Entwurf teilräumlich differenzierter betrachtet werden müssen, als dies bislang vorgesehen ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind in einer Entwurfsphase mit rund 1500 Einwendungen zu vielen Themen, die sich auch im LEP 1995 wiederfinden. Ich denke, einer inhaltlichen, sinnvollen Diskussion kann sich bei der Komplexität des Themas niemand verschließen. Ich möchte ganz kurz auf den CDU-Antrag, die Landesregierung muss beim Landesentwicklungsplan Transparenz herstellen, eingehen. Noch nie in der Geschichte der Landesentwicklungsplanung hat es eine so umfangreiche Öffentlichkeits- und Trägerbeteiligung gegeben wie beim vorliegenden LEP-Entwurf mit rund 50 öffentlichen Veranstaltungen und einer sechsmonatigen Auslegungsphase. Etliche Stellungnahmen der öffentlichen Träger stehen bereits im Netz. Bei privaten Einwendern und sensiblen Unternehmerdaten sind datenschutzrechtliche Belange im Vorfeld abzuklären. Achten Sie bitte auf die Redezeit. Okay. CDU-Antrag und Antrag der Piraten haben sich der aus meiner Sicht irgendwie erledigt, und eine Belehrung zur Herstellung von Transparenz braucht diese Landesregierung nun wahrlich nicht. Insbesondere unter dem Eindruck, dass die bis 2010 regierende CDU-FDP-Mehrheit selbst keinen eigenen LEP-Entwurf zustande gebracht hat. Vielen Dank. Ich danke Ihnen, Herr Kollege, und erteile für die Piratenfraktion Herrn Kollegen Bayer das Wort.